Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Bundesausschuss der CDU, der sogenannte Kleine Parteitag, hat sich heute einstimmig hinter das Konzept von Bundesarbeitsminister Blüm zur Reform der Rentenversicherung gestellt. Ergänzt wurde es allerdings erneut durch weitere Leistungen für Frauen und Pflegepersonen. Kernpunkt der Reform: Die Renten sollen lohn- und beitragsbezogen bleiben und künftig nur noch wie die Nettoeinkommen steigen. Seit dem frühen Nachmittag hat die CDU ein Rentenprogramm, das bis ins Jahr 2010 reichen kann. Mit diesem Thema seien die großen Wahlsiege der Partei errungen worden, erinnerte Heiner Geißler. Ein Signal an den Koalitionspartner für die Wichtigkeit, welche die Union dem Projekt zumisst. Parteiinterne Kritiker der Vorlage des Parteivorstandes forderten eine stärkere Belastung der Arbeitnehmer, die heute im Beruf stehen. Denn sie hätten durch die geringe Geburtenrate einen Teil des Generationenvertrages gekündigt. Den nachfolgenden Generationen sei es nicht zumutbar, dieses Versäumnis durch drastisch erhöhte Beitragszahlungen auszugleichen. Die Stimmung freilich war gegen sie, sodass sie ihre Alternativanträge schließlich zurückzogen. Damit war der Weg frei für Norbert Blüm, der sich einstimmig durchsetzen konnte. Das Prinzip unserer Rentenversicherung heißt Leistungsgerechtigkeit. Leistung muss sich lohnen, auch in der Rente. Dieses Prinzip der Lohn- und Beitragsbezogenheit, das werde ich mit allen Kräften verteidigen, mit allen Kräften, die mir zur Verfügung stehen. Wobei ich hinzufüge, Leistung für die Rentenversicherung ist nicht nur Erwerbsarbeit. Leistung ist auch Kindererziehung. Die Reform sieht erhöhte Beitragszahlungen auf etwa 20% bis zur Jahrtausendwende vor, niedrigere Rentensteigerungsraten und eine längere Lebensarbeitszeit. Rita Süssmuth ist es gelungen, im Alleingang eine familienpolitische Komponente einzubauen. In Zukunft werden 2 weitere Kindererziehungsjahre pro Kind als Berufszeit angerechnet. Die Nachkommen der Delegierten, die nach 4 Stunden ihr Pensum erledigt hatten, werden es bei der Steuerbelastung zu spüren bekommen. Etwa 5 Milliarden D-Mark pro Jahr und Kind wird das Vorhaben im nächsten Jahrtausend kosten. Auf Zurückhaltung ist der Rentenbeschluss beim Koalitionspartner FDP gestoßen. Deren Abgeordneter Kronenburg forderte als wesentliche Instrumente der Reform einen erhöhten Bundeszuschuss, eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit sowie eine eventuelle Anhebung der Beiträge zur Rentenversicherung. Für die Sozialdemokraten erneuerte deren Bundesgeschäftsführerin Fuchs das Angebot an die Regierung, einen gemeinsamen Gesetzentwurf im Bundestag einzubringen. Man müsse aber Kronenberg beipflichten, wenn dieser die Regierung auffordere, die Höhe des Bundeszuschusses zu den Renten festzulegen. Zu einem heftigen Schlagabtausch ist es heute zwischen der CDU und dem Deutschen Gewerkschaftsbund gekommen. Vor dem Bundesausschuss wies Bundeskanzler Kohl den Vorwurf des DGB-Vorsitzenden Breit mit aller Schärfe zurück, die Regierung wolle mit ihrer Renten- und Gesundheitsreform das Sozialgebäude zum Einsturz bringen. Dies, so Kohl, sei keine normale Gegnerschaft mehr, sondern Feindschaft. Breit wertete diese Äußerung als Beleg für die innere Zerrissenheit der Koalition. Gegenüber der hannoverschen Neuen Presse sagte der DGB-Vorsitzende, diese Zerrissenheit müsse offenbar durch die Suche nach einem äußeren Gegner gekittet werden. Die Bundestagsfraktion der CDU-CSU hat sich heute endgültig auf ein Modell für einen Teilruhestand verständigt, mit dem das Vorruhestandsgesetz abgelöst werden soll, das Ende dieses Jahres ausläuft. Nach den Vorstellungen der Union sollen Arbeitnehmer nach vollendetem 58. Lebensjahr ihre Arbeitszeit um die Hälfte verkürzen können. Sie erhalten dann 50% ihres bisherigen Entgelts und vom Arbeitgeber zusätzlich einen Zuschuss von 25% auf den Teilzeit-Nettolohn. Darüber hinaus muss der Arbeitgeber für diese Beschäftigten Rentenversicherungen in einer Höhe zahlen, als wenn sie 90% ihres ursprünglichen Arbeitsentgeltes beziehen würden. Die Schuldenkrise und die Armut in der dritten Welt beherrschten heute in Berlin die vorbereitenden Sitzungen für die morgen beginnende Jahreskonferenz von Weltbank und Internationalem Währungsfonds. Nach den zahllosen, eher informellen Begegnungen der vergangenen Tage nähert sich das Berliner Treffen der internationalen Finanzwelt jetzt seinem offiziellen Teil. Seit 2 Stunden empfängt Bundespräsident Richard von Weizsäcker in seinem Berliner Amtssitz die Teilnehmer der Jahrestagung von Währungsfonds und Weltbank. Einen Tag vor Beginn des Kongresses waren heute auf deutscher Seite unterschiedliche Meinungen über den richtigen Weg zur Bekämpfung der weltweiten Verschuldung deutlich geworden. Bundesfinanzminister Stoltenberg erneuerte seine Ablehnung eines weltweiten Schuldenerlasses, der auch von den armen Ländern nicht gewollt werde.
Eine Reihe von Sprechern der Entwicklungsländer und Schwellenländer, vor allem der brasilianische Finanzminister Nobrega, haben das in der gestrigen Sitzung ganz klar gesagt, dass sie sich von solchen Vorstellungen keine Lösung ihrer Probleme erhoffen. Stoltenbergs wichtigstes Argument, ein Schuldenerlass würde die Kreditwürdigkeit armer Länder erst recht ruinieren. Ein Standpunkt, der im Kreis der deutschen Bankiers freilich nicht überall geteilt wird. Alfred Herrhausen, Chef der Deutschen Bank, will angesichts der Erfolglosigkeit der bisher angewandten Schuldenstrategie teilweisen Schuldenerlass in Einzelfällen nicht von vornherein ausschließen. Natürlich können wir nicht abgehen von der Forderung, dass die Schuldner sich selbst helfen müssen. Die Frage aber, die wir uns seit langem stellen, ist die, ob sie denn alle ohne unsere Hilfe dazu imstande sein werden. Noch ist offen, wie weit sich andere Banken dieser Auffassung anschließen werden. Bisher waren sie gegen Schuldenerlass, wie auch der Bonner Entwicklungshilfeminister Hans Klein, der heute die Akzente freilich etwas anders als Stoltenberg setzte. Ein partieller Schuldenerlass wird sicherlich niemandes Kreditwürdigkeit schaden. Solche Nuancen machen sichtbar, dass in der heute Abend eher auf Harmonie gestimmten Finanzwelt durchaus noch Konflikte schlummern. Was Wunder, keines der Probleme ist gelöst. In der Diskussion über die Schuldenkrise hat die Bundesregierung heute konkrete Zahlen genannt. Ihr Sprecher Ost erklärte, Bonn sei bereit, insgesamt 8 Milliarden Mark an Schulden zu erlassen. Dies allein reiche aber nicht aus, um den Entwicklungsländern zu helfen. Vielmehr seien vor allem strukturelle Anpassungen in den Dritte-Welt-Ländern nötig. Am Vortag der Eröffnung der Konferenz von IWF und Weltbank gingen in beiden Teilen der Stadt die friedlichen Aktionen gegen die Politik beider Organisationen weiter. In West-Berlin richteten sich die Proteste unter anderem gegen Unternehmen, die Geschäfte mit Ländern der Dritten Welt machen. In der Ostberliner Umweltbibliothek der Zionsgemeinde ist für den Abend eine Veranstaltung zum Thema Schuldenkrise vorgesehen. Sie ist Teil einer Aktionswoche von 12 christlichen Friedens- und Ökologiegruppen. Unterdessen wurde bekannt, dass die DDR-Behörden die evangelische Kirche schon Mitte August vor Protestaktionen gewarnt hatte. Die Regierung werde dafür Sorge tragen, dass Ruhe und Ordnung nicht gestört werden könnten. Die Kirchen hätten in ihrem Bereich ihre Aufsichtspflicht wahrzunehmen. Die Europäische Gemeinschaft und Ungarn haben heute in Brüssel ein umfangreiches Handelsabkommen unterzeichnet. Es ist der weitreichendste Vertrag der EG mit einem Ostblockland. Bis 1995 will die Europäische Gemeinschaft alle Mengenbegrenzungen für die Einfuhr ungarischer Waren aufheben. Die EG ist für Ungarn der zweitwichtigste Handelspartner nach der Sowjetunion. In seiner Abschiedsrede vor der UN-Vollversammlung hat Präsident Reagan heute die Vereinten Nationen als Friedensstifter in der Welt gewürdigt. Der scheidende Präsident erneuerte seine Forderung, auf einer internationalen Konferenz das Verbot chemischer Waffen durchzusetzen. Ronald Reagans Auftritt vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen war sorgfältig inszeniert. In seiner wohl letzten Rede vor einem internationalen Forum wollte er nach 8 Jahren im Weißen Haus Bilanz ziehen und er tat es mit großen Worten. Er sprach von einer neuen Ära in den sowjetisch-amerikanischen Beziehungen und von der Aussicht auf ein neues Zeitalter des Weltfriedens. Der Präsident, in der Vergangenheit einer der heftigsten Kritiker der Vereinten Nationen, war heute plötzlich des Lobes voll über die friedensstiftende Rolle der UN und ihres Generalsekretärs in Afghanistan, am Golf und anderswo. Nun gäbe es wieder Hoffnung, so Reagan, für den Traum vom Frieden unter den Völkern, der die Vereinten Nationen einst ins Leben rief. Reagan, der sich gerne als Friedenspräsident in den Geschichtsbüchern wiederfinden möchte, verabschiedete sich mit optimistischen Tönen für weitere Abrüstungsabkommen. Die 50-prozentige Reduzierung der Langstreckenwaffen könne wohl in einem Jahr erreicht werden, und das sei mehr als nur eine Möglichkeit. Am East River rätselt man jetzt, wer ist Friedensnobelpreisverdächtiger? Generalsekretär Perez de Cuellar oder Reagan und Gorbatschow? Die Präsidentschaftskandidaten Bush und Dukakis, die Reagans Nachfolger antreten wollen, standen sich zum ersten Mal in einer Fernsehdiskussion gegenüber. 1,5 Stunden lieferten sie sich in der Universität von Winston-Salem ein Wortgefecht.
Er rennt rum und sagt, ich stellte seinen Patriotismus in Zweifel. Was ich tue, so attackierte Bush, ich zeige auf, dass sich Dukakis mit seinen linken liberalen Ideen außerhalb der amerikanischen Mehrheit bewegt. Ich sage das hoffentlich zum letzten Mal. Natürlich stellt der Vizepräsident meinen Patriotismus in Frage, gab Dukakis scharf zurück. Ich liebe Amerika. Es war keine Debatte, die durch neue Ideen Schlagzeilen machte, eher durch die sogenannten Bites, das Zubeißen hin und her. Dukakis kontra Bush, er will das Drogenproblem lösen und hat sich mit einem Drogenhändler wie Noriega abgegeben. Darauf Bush, er redet nur über Iran-Contra, über Noriega in Panama. Okay, ich übernehme alle Schuld an diesen beiden Vorfällen, wenn Sie mir 50% vom Verdienst zugestehen an all den Fortschritten zum Frieden in der Welt, seit den Jahren Präsident Carters, seit Ronald Reagan und ich an die Regierung kamen. Mit einer patriotischen Note beschloss der Demokrat das Duell. Das beste Amerika ist noch nicht vorbei, das beste Amerika liegt noch vor uns. Etwa 100 Millionen Amerikaner haben das Ereignis gestern Nacht im Fernsehen verfolgt. Wer gefiel ihnen, wer nicht? Amerikas Journalisten, sonst so schnell in ihrem Urteil, zaudern heute, wen sie zum Sieger der Nacht erklären sollen. Für die Parteien ist alles klar, jede behauptet felsenfest, ihr Mann sei der eindeutig bessere gewesen. Und so bleibt am Ende eines Fernsehduells, von dem die Experten prophezeiten, es könne die Wahl vorzeitig entscheiden, nur die blässliche Erkenntnis, keinem der Kandidaten sei es gelungen, den anderen K.O. zu schlagen. In Polen ist heute der Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten benannt worden. Es ist das Politbüro-Mitglied Mieczysław Rakowski. Der 61-Jährige war in einer Sitzung des Zentralkomitees der polnischen Arbeiterpartei als Nachfolger für den vor einer Woche zurückgetretenen Regierungschef Messner bestimmt worden. Rakowski gilt nach Ansicht von Beobachtern als Reformer innerhalb der Partei. Er soll morgen vom Parlament gewählt werden. 8 Stunden später als geplant hat heute in Cape Canaveral der Countdown für den Start der Raumfähre Discovery begonnen. Am Donnerstag um 14.59 Uhr unserer Zeit sollen wieder amerikanische Astronauten ins Weltall starten. Die 5 Männer werden 4 Tage lang mit dem Shuttle um die Erde kreisen. Es ist der erste bemannte US-Raumflug nach dem Challenger-Unglück am 28. Januar 1986. Alle 7 Besatzungsmitglieder waren damals ums Leben gekommen. 3 Wochen nach den Salmonellenfunden von Norderney sind heute die letzten Badeverbote an der Nordsee wieder aufgehoben worden. Nach Angaben der Kreisverwaltung in Aurich sind bei Wasserproben vor den zuletzt noch gesperrten Stränden von Norddeich und Uplewart keine Salmonellen mehr gefunden worden. Unklarheit bestehe immer noch über die Ursache der Verseuchung. Als mögliche Verursacher gelten weiterhin Fährschiffe, die Fäkalien direkt ins Meer leiten. Überraschung im olympischen Straßenradrennen der Frauen bei Seoul. Jutta Niehaus aus Bocholt holte sich die Silbermedaille. Sie fuhr zeitgleich mit der Siegerin Monique Knoll aus den Niederlanden nach 2 Stunden 52 Sekunden über die Ziellinie. Eine Radlänge fehlte Jutta Niehaus zum Gold. Hinter der 23-jährigen Deutschen gewann Laima Zilporite aus der Sowjetunion Bronze. Auf Platz 12 und 13 kamen Ines Fahrenkamp aus Hannover und Viola Paulitz aus Hildesheim. Aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 27. September. Über Deutschland und der Nordsee erkennt man vielfach starke Bewölkung, die in ein schmales Wolkenband übergeht, das sich von den britischen Inseln zum Atlantik erstreckt. Die Bewölkung lockerte sich im Tagesverlauf auf. Gleichzeitig näherte sich das schmale Wolkenband und erfasste die nördlichen Landesteile. Es gehört zu dem Ausläufer eines Tiefs bei Skandinavien, der unter Abschwächung nach Südosten abzieht. Während später die Warmfront eines atlantischen Frontensystems auf den Norden übergreift, setzt sich im Süden Hochdruckeinfluss durch. Die Vorhersage für morgen. Im Norden wechselnde, vielfach starke Bewölkung und vor allem in der zweiten Tageshälfte zeitweise Regen. Sonst wolkig, mit nach Süden hin zunehmenden Aufheiterungen und weitgehend niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen um 12, in Bayern gebietsweise um 9 Grad.
Tageshöchstwerte im Norden um 18, im Süden um 20, im Südwesten bis 23 Grad. Schwacher bis mäßiger, im Norden frischer bis starker Wind aus Südwest bis West. Die weiteren Aussichten: am Mittwoch im Norden unbeständig und kühl, sonst zunächst sonnig. Im Westen später Eintrübung und nachfolgend Regen. Noch warm. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen. Darin mehr über die Pläne zur Rentenreform und ein Bericht über Mafiamorde in Italien.